Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss des Spiels MT Melsungen gegen GWD Minden. Das Endergebnis 30:24 für die MT Melsungen nach 16:14 Halbzeitstand. Die offizielle Zuschauerzahl 3.846 hier in der Rothenbachhalle zu Kassel. Und damit begrüße ich ganz herzlich unser Gesprächspartner Frank Carstens, Trainer von GWD Minden, und Michael Roth von der MT. Das erste Wort, Frank, hat traditionell unser Gast. Bitte sehr, dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Zunächst natürlich Glückwunsch an Michael und sein Team zu einem verdienten Sieg. Ja, wir sind so ein bisschen, wir haben ja diese zwei Spiele jetzt gemacht in relativ kurzer Zeit. Und ich weiß, dass wir uns am Mittwoch ziemlich schlecht gefühlt haben nach dem Spiel. Wenn wir auf die Anzeigentafel geguckt haben, haben wir uns die Augen gerieben, dass es nur 4 Tore waren. Gefühlt war es wesentlich höher. Heute gucken wir auf die Anzeigentafel und reiben uns wieder die Augen. Am Ende sind 6 Tore, zwischendurch 7. Für mein Gefühl, für unser Empfinden, haben wir heute wesentlich besser gespielt. War es ein wesentlich engeres Spiel, wesentlich umkämpfter. Und leider gehen wir jetzt hier ohne irgendwas Zählbares nach Hause. Sogar mit einem schlechteren Ergebnis als im Pokalspiel. Wir haben einfach ein Problem nicht gelöst bekommen, das ist der Rückzug. Der MT hat immer wieder Tore über die schnelle Mitte erzielt, beziehungsweise über die zweite, dritte Welle. Sie haben einfach den Druck so lange hochgehalten, bis wir nicht mehr eine gute Position hatten, und haben dann einfach immer wieder den entscheidenden Zweikampf, den entscheidenden Vorteil geholt. Das ist letztlich das Grundübel in beiden Spielen gewesen. Und heute hat es uns nochmal das Genick gebrochen, obwohl wir uns natürlich damit beschäftigt haben, aber wir haben keine Mittel gefunden, wie wir das lösen konnten heute. Ich bin mit der Moral und mit dem Kampfgeist vor allen Dingen heute wesentlich zufriedener als am Mittwoch. Wir haben uns nie abschütteln lassen, obwohl es auch am Anfang phasenweise nicht so gut aussah, wo wir Schwierigkeiten hatten, vorne wieder ein Tor zu erzielen. Aber wir haben dagegen gehalten, wir haben Mittel gefunden. Wir hatten eine tolle Torwartleistung heute. Hier stehen zwar als Ballgewinner nicht so viele Paraden, aber Kim hat uns viele Bälle weggenommen, die Melsungen dann nochmal wiederbekommen hat. Trotzdem hat er uns sehr, sehr unterstützt heute. Das sind alles gute Dinge, die wir mitnehmen wollen für die Zukunft natürlich, die uns auf unserem Weg weiter begleiten sollen. Ja, schade. Wir haben uns eigentlich vorgenommen dieses Jahr, wenn wir schon gut spielen, dann wollen wir auch punkten. Aber leider ist es nicht geglückt, und nochmal Glückwunsch an die MT zu einem verdienten Sieg. Ja, vielen Dank dem Trainer von GWD Minden, Frank Carstens. Bitte sehr, Michael, dein Statement. Dankeschön, Frank, für die Glückwünsche. Ja, das ist nicht ganz so einfach, 2 Spiele innerhalb von 3 Tagen zu machen gegen gleichen Gegner. Natürlich auch, wenn man mit einem sehr positiven Gefühl in Minden weggefahren sind und haben auch gewusst, dass wir da viele Dinge richtig gemacht haben. Und dann ist es halt auch so ein bisschen im Kopf, dass es vielleicht ähnlich wieder sein könnte. Ja. Ich habe jetzt nicht unbedingt Überheblichkeit oder Nachlässigkeiten gesehen, aber es war so, insgesamt haben wir doch Chancen gehabt, das Spiel ein bisschen früher schon in die richtige Richtung zu lenken. Und das, was wir dann uns gelungen ist, in Minden die Tore zu machen, haben wir dann wirklich bei Sonne einige klare Dinge liegen lassen, die dann so ein bisschen den Rhythmus gestört haben. Dann haben wir in der Abwehr ein bisschen fahrig gespielt, phasenweise. Also es war, das ganze Paket war nicht über 60 Minuten da, aber wir haben, und das ist das Positivste, wir haben nach dem 20:20 trotzdem die Ruhe bewahrt, kamen dann nochmal über 23:22, und dann ist einfach im Moment jetzt auch die Qualität da, nochmal zuzulegen. Dann nochmal nach der Auszeit haben wir die Abwehr angesprochen, nochmal, dass wir nochmal den Gegner, die mit schnellen Rückraumspielern gespielt haben, ein bisschen schneller angehen müssen, dass wir besser Wurfhand stehen, dass wir versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Das ist uns dann gelungen, und so kam man dann eigentlich nochmal am Schluss, ähnlich wie in Lemgo, nochmal zum klaren Sieg. Bin da sehr zufrieden, dass wir jetzt in Oktober so abgeschlossen haben und so einen Bock ein bisschen umgeworfen haben, aber wir werden jetzt alles tun und nicht zufrieden sein, sondern wir wollen die kleine Pause nutzen jetzt, die Spieler, die da sind, nochmal richtig Kondition zu bolzen. Die Spieler, die weg sind, werden dann in ihren Nationalmannschaften hoffentlich Erfolgserlebnisse haben, gesund zurückkommen, und dann werden wir uns intensiv vorbereiten auf den November und Dezember. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Dinge zu trainieren, weil es dann nur noch in die englischen Wochen geht, und von dem her gesehen haben wir jetzt ein sehr gutes Gefühl, und das gute Gefühl gilt es jetzt mitzunehmen. Ich werde morgen früh nochmal in Baunatal sein. Ich war heute Morgen schon bei 60 Trainerkollegen, die A-Scheininhaber, die vom Trainerlehrgang sind, die heute auch beim Spiel waren.
Und die haben mich dann gefragt, was sagst du der Mannschaft heute, dass sie nicht überheblich ins Spiel gehen? Ja. Ich habe denen gesagt, geh nicht überheblich ins Spiel. Ja, sondern konzentriert, weiter dran zu sein. Und das ist phasenweise gelungen, phasenweise nicht. Aber wir werden morgen früh das Spiel analysieren. Ich bin gespannt, was meine Trainerkollegen morgen über das Spiel dann die Analyse von dem Spiel machen. Das, was wir vorher gesagt haben oder was wir machen wollten, ob das auch funktioniert hat. Und dann werden wir hoffentlich wieder was dazulernen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Michael Roth. Ihre Fragen jetzt an die Trainer hier vorne. Wer möchte was wissen? Björn Maher von der HNA. Michael, die Frage an dich. Du hast jetzt den Janimir ja punktuell schon mal eingesetzt. Ist jetzt diese Phase, jetzt kommen ein paar Tage, wo die Mannschaft noch mal intensiver arbeiten kann, ist das für ihn halt auch die Chance, noch mehr in das Team reinzukommen? Naja, er ist ja schon im Team drin. Er war natürlich phasenweise oder also eine Woche richtig krank mit Antibiotika, sondern eben Nasennebenhöhlengeschichte gehabt. Das hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Aber wir haben natürlich im Moment keine Zeit für größere Experimente. Michael Müller spielt jetzt die letzten Spiele aber sehr gut und ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns im Spiel. Und von dem her gesehen war das Spiel heute auch wieder so eng, dass ich auch nicht unbedingt ihn da reinwerfen will in so einer Situation. Und natürlich wünscht man sich, dass ein Spiel früher entschieden ist, dass man mal so Spieler dann auch bringen kann. Aber der Däner ist schon im System drin. Der hat, ist jetzt wieder im Training. Natürlich werden wir jetzt nächste Woche mit ihm, gerade Michael Müller auch mal so ein bisschen Pause kriegt, mit ihm weiterarbeiten, sodass er dann jetzt uns bei den englischen Wochen, muss er dann auch ran, auch dementsprechend spielen kann. Er macht im Training einen sehr guten Eindruck, ist ein ganz offener und lustiger Typ, der tut uns gut. Und wenn er jetzt noch dann Tore macht, ist umso schöner irgendwann. Ja. Ja, gibt es weitere Fragen? Dann vielleicht nochmal von hier aus in die Runde. Frank Carsten, Sie habt 7 Punkte. Auch wenn das Spiel heute verloren ging, für einen Aufsteiger eigentlich nicht so schlecht. Wähnt ihr euch im Soll jetzt, was die Situation angeht? Also wir wähnen uns selbst im Soll, aber die anderen haben so viel gepunktet, unter anderem hier gegen Melsungen, dass uns das so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Natürlich, das ist ärgerlich. Aber so ist das nun mal. Also das ist nach Olympiasaison, es war zu erwarten, dass es Überraschungen geben würde. Insofern muss man die Situation natürlich annehmen. Klar, wir sind, glaube ich, nicht so hoch gehandelt worden vor der Saison, aber wir haben natürlich das Ziel, drin zu bleiben. Wir wollen auf 20 Punkte kommen. Jetzt haben wir 7. Wir haben jetzt noch ein paar ganz wichtige Spiele vor Weihnachten. Ein paar Heimspiele, die, ja, wo es Chancen gibt zu punkten und wo wir auch zum Teil auch punkten müssen. Unter anderem am 13. gegen Coburg. Das ist das nächste Spiel und da geht es für uns natürlich um viel. Die Heimspiele muss man dringend gewinnen. Ich habe es vorhin schon gesagt, für uns geht es dieses Jahr darum, mit guten Leistungen zu punkten und dann eben auf den Punkt diese guten Leistungen zu bringen. Heute hat es nicht gereicht und war auch nicht gut genug am Ende des Tages. Ja, danke schön, Frank Carstens. Auf der anderen Seite auch nochmal die Frage an Michael Roth. Du hast vor einigen Wochen gesagt, also wir müssen uns erstmal mit den Realitäten abfinden. Und die waren damals so, dass die MT eindeutig im letzten Tabellendrittel stand. Darf denn jetzt nach diesem 4. Sieg in Folge der Blick wieder ein bisschen nach oben gehen? Ich habe aber auch gesagt, dass es ein sehr langer und steiniger Weg wird bis Dezember. Das heißt, wir haben keinen Grund, irgendwas jetzt anders zu machen, wie weiter zu arbeiten und versuchen, unser Spielsystem, das, was wir jetzt wieder gefunden haben, die Selbstverständlichkeit weiter auszubauen und dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir viel besser Handball spielen können wie die ersten Spiele, das ist ja keine Frage. Nur es war viel, viel Arbeit und viel Gespräche notwendig, um die Mannschaft dahin zu bringen. Deswegen, das weiß auch jeder, jede Mannschaft oder jeder Spieler weiß das. Umso konzentrierter sind die Jungs bei der Sache und deswegen heißt es einfach, es ist noch nichts passiert, sondern wir haben jetzt so einen Bock ein bisschen umgeworfen da unten, das ist keine Frage. Und jetzt haben wir bis Dezember uns ein Ziel gesetzt, das intern in der Mannschaft besprochen ist. Das wollen wir versuchen, bis Dezember umzusetzen. Ob wir es dann erreicht haben, das sage ich dann euch im Dezember. Und im Moment sind wir am Weg dahin. Und es ist aber noch nichts passiert, aber wir haben jetzt wieder unseren Weg gefunden und das sind unsere Fans ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen hat die Mannschaft heute auch intern in der Mannschaft, ohne es groß vorher anzuteasen, die habe ich es glaube ich gesagt,
es war ein Spiel für die Fans. Auch am Mittwochabend, ich kam aus der Kabine raus, guckte nach links hoch, denke, was ist denn da los? Lauter rote Leute, über 100 Fans. Mittwochsabends in Minden ein Pokalspiel, das ist sensationell, das hat die Mannschaft richtig beflügelt. Und hier in der Halle hat sich inzwischen, das haben wir ja schon öfter gesagt, viel getan. Und haben uns vor allen Dingen, und das vergesse ich auch nicht, als Trainer in einer ganz schwierigen Situation mächtig den Rücken gestärkt. Und das wollte die Mannschaft heute speziell und natürlich immer in nächster Zeit, aber heute speziell den Fans zurückgeben. Ja, vielen Dank Michael Roth für die MT-Melsungen. Das nächste Spiel, 12. November in Balingen. Dann gibt es 4 Tage später am 16. das Hessen-Derby gegen Wetzlar hier in der Rothenbachhalle. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern Frank Carstens und Michael Roth. Wünsche beiden viel Erfolg mit ihren Mannschaften. Ihnen vielen Dank für die Begleitung des Spiels und wie immer die Einladung. Tragen Sie frohe Kunde vom Bundesliga-Handball der MT hinaus in alle Welt. Schönen Sonntag, eine Stunde länger schlafen. Viel Spaß. Tschüss.